Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Drake Hollow. Ja, wie man sehen kann, ich bin dann irgendwann mal verzweifelterweise komplett rausgegangen aus dem Spiel, habe den Epi nochmal neu eingeladen und musste dann feststellen, dass ich wieder zu Hause angekommen bin, was natürlich ziemlich Mist ist. Aber ich kann wenigstens die Vorräte schon mal ein bisschen füllen. Kohlsamen. Karottensamen. So, die Frage ist, kann ich jetzt noch ein Bettchen bauen? Oh, oh! Oh! Warte. Ich kann sogar... Oh, ist das geil. Ich habe zwei Betten gebaut. Doch, habe ich. Und ich kann noch mehr bauen. Ich würde sagen, ich baue direkt schon mal etwas mehr, oder? Ich bin auch wieder da. Bin gerade gestorben. Nee, oder? Habe ich jetzt keine Fünkchen mehr? Doch. Wieso kann ich dann nicht mehr bauen? Ich kann doch noch ein Bett machen. Ach so, bitte. Ah! Wir haben jetzt Leckerstufe 2. Wir hätten dann einfach was bauen müssen, um die Lagerstufe zu erhöhen. Ich glaube, das haben wir schon mal gewusst. Aber wieso kann ich jetzt kein neues Bett mehr bauen? Verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Die kleinen kann ich machen, die großen nicht. Weil wir kein Budget mehr haben, nehme ich mal an, dass das damit irgendwie zusammenhängt. Ja. Okay, ja gut. Dann halt nicht. Aber dann haben wir auf jeden Fall schon mal für 6 Platz. Das ist schon mal gut, wenn wir dann den neuen holen können. Benötigt Ressourcen. Das habe ich alles noch nicht. Okay. Die hast du gesehen, ne? Ich habe Kohl und eigentlich auch Karotten habe ich noch 2 reingetan. Wie kann man das reintun? Weil, achso, das ist voll. Okay, ich kann ja nur E gedrückt halten. Hallo. Kann ich dir einen Kristall geben? Oh, perfekt. Ah, wir können ihn altern lassen. Wir haben das Ziel gleich erreicht. Echt? Ja. Sag mir mal, weil ich habe auch noch Kristalle vielleicht. Hallo. Blitzschaden. Irgendwas ist mit Blitzschaden. Ziffling erreicht Pubertät. Er ist jetzt elektrisiert. Die Lager-IPs haben sich auch erhöht. Wuhu! Wenn man neu startet, hat es auch was Gutes. Oh scheiße, in 40 Sekunden überfallen die uns hier schon. Hallo, mein Großer. Du auch? Ja, lass mich... Nein, ich will den anderen. Genau. Dir kann ich auch noch einen Kristall geben, oder... Den können wir auch noch mal altern lassen. Ja! Oh. Ah, jetzt haben wir 2, die gealtert sind. Die Lagerstufe hat sich auch erhöht auf 3. Guck dir... Hast du das gesehen? Oh, 4 Sekunden, das geht los. Hast du das gesehen, was guck man... Guck mal, ich hab die verbunden hier. Oh Gott. Ich hab mir so... Du weißt, mit X hast du mehr... Oh, ich kann die... Hast du mehr Übersicht, ne? Ach, du bist das. Ich wollte gerade sagen... Hast du gesehen den Strahl da? Siehst du den da? Ich habe den verbunden. Da war gerade irgendwas. Nee, elektrifiziert. Wow. Oh, ja, links ist auch einer. Geh weg hier. Da hinten kommen noch welche. Oh, oh. Ja, boah, ich greife gerade eine an. Da hinten kommt noch einer. Ein großer. So ein Scheiß. Boah. Da nein, ein großer. Geh von den Betten weg. Ich kann nicht mehr laufen. Wieso kann ich nicht mehr laufen? Boah. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Oh, nimm's ein, nimm du's, das Zeug. Ist noch ich was. Muss gerade mal wegen der Heilsalbe hier gucken. Ja, die kann ich nicht machen. Weil ich immer noch kein Zeug habe.
Hallöchen. Das war dumm, weil er hat zusätzlich nochmal meine Gesundheit wiederhergestellt. Scheiße. Du willst auch nochmal was von mir. Ja, ist ja gut. Okay, wir haben eine Stärkung erhalten. Sehr schön. Was willst du denn jetzt noch von mir? Ja, ist doch schön. Dankeschön. Welcher ist jetzt erhöht worden? Der aktuelle Lagerstufe 4. Warte mal, ich glaube, ich muss mit der Krähe nochmal sprechen. Wo ist denn die jetzt? Hä? Doch, die ist doch da, oder nicht da? Aber ich kann mit ihr nicht sprechen. Weil hier steht, ach so, wir müssen jetzt erreichen Lagerstufe 4. Ach so, wir müssen... Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Warte mal, wir können Energie, können wir irgendwas für freischalten? Wie viele Blaupausen habe ich denn? 4. Ja? Was ist das? Keine Ahnung. Aber ich kann's... warte mal. Wie hast du das nochmal mit dem Rotieren? Welches Rotieren? Festhalten auf der Mausrad. Und dann kannst du rotieren. Achso, mit Shift festhalten. Und oder dann, Shift, okay. Ja, genau. Aber ich... Verteidigung. Wir können einen Zaun bauen. Und ich weiß nicht, was das ist, aber es scheint wichtig zu sein. Eine weiterentwickelte Kuriositätenwerkstatt. Warte mal, die bauen wir mal hier in die Nähe. Kannst du bauen, ich kann nichts bauen. Du kannst nichts bauen. Ich denke, das schalte ich für uns alle frei. Nee, das lernst nur du. Die Blaupausen sind ja dein, die hast du ja. Warte mal. Ein Doppelstockbett können wir auch machen. Ein Flipperautomat, wie geil. Kann ich den bauen? Ich kann im Moment gar nichts bauen. Achso, okay. Nein, ich habe keine Blaupausen mehr, scheiße. Ich wollte eigentlich den Zaun noch freischalten. Was ist das denn jetzt? Ich brauche 8 Schaltungen. Okay. Einige Verbesserungen benötigen Energie oder Wasser, um funktionieren. Ja, das habe ich schon festgestellt. Dafür brauche ich noch Stoff. Und die habe ich ja gebaut. Was können wir denn... Ach so, das war das der hintere Teil. Toll. Hätte man mir aber auch sagen können. Ach, die verbraucht Energie. Die können wir nicht benutzen. Ja, toll. Und die... Es ist ein Lauf. Ah, guck mal. Yeah. Kann man die Sachen noch reparieren? Hast du irgendwo eine Reparatur gefunden? Ja, ich glaube, wenn du dich dran stellst, oder? Guck mal hier. Schatz, hinter dir. Ich halte mich fit. Aha. Na super. Ich glaube, das ist nicht für dich, das ist für die anderen gedacht, oder? Meinst du? Wie komme ich denn hier? Ja. Achso, dann muss ich einfach nur gehen. Ach, was willst du denn jetzt schon wieder von mir? Du Kleiner. Stärkung erhalten. Kristall können wir dir noch geben. Ich habe vorhin eine Blaupause gehabt und die ist weg. Ja, hast du die benutzt? Weil ich habe sie jetzt nicht benutzt, oder? Dass die irgendwie zusammen in den Topf geht. Also du kannst die ja nicht sehen normalerweise. Du kannst sie nur benutzen. Ja, das dachte ich, man muss die benutzen einmal, aber ich kann sie nicht benutzen, weil ich sie nicht habe. Ziffling leer. Zwei haben wir noch leer, also zwei können wir noch holen. Also ich wäre dafür, dass wir uns mal aufmachen, den anderen zu holen. Kannst du noch so einen Wegpunkt machen? Ich habe einen gemacht vorhin. Ja, den hast du ja fälschlicherweise neben das Ding direkt gemacht, wo er nicht hingehört. Ach so, warte mal, ich könnte aber hier noch einen machen. Nein, aber nicht hier hinstellen. Ich sag dir dann, wo du den hinstellst. Ja, ich denke, wir sollen den hier hinstellen. Hast du vorhin noch gesagt? Was? Guck doch mal bitte. Siehst du diesen Strahl hier? Da in die Richtung vom Leuchtturm. Hallo. Ach so, dann hast du da jetzt was verbunden oder wie gerade? Ich habe da einen hingestellt, oben auf dem Berg. Und die nächste Insel müssen wir damit verbinden, damit das mit unserem Lager verbunden ist. Woher willst du wissen, wie lange das geht? Ja, das weiß ich eben nicht. Ich habe jetzt erstmal hier einen auf diesen Fels gemacht. Der nächste würde ich versuchen, auf die Insel zu machen. Man muss ihn sehen können.
Man muss die Stelle sehen können. Also wenn wir halt... Ja, aber auf der Insel wirst du wahrscheinlich dann nicht hinkommen. Ja, doch, auf der anderen hier auf den Feld. Warte mal, wo sind wir denn? Das ist die Verbindungsinsel, ja. Hast du noch einen Splitter? Ja. Also so ein Ding? Ja, komm. Also ich würde sagen, versuch's mal hier oben auf dem Berg erstmal. Nee, wenn, dann müssen wir hier vorne direkt, oder? Nee, das ist ja doof. Ich sehe das Ding ja noch nicht mal mehr. Doch, ich sehe es von hier. Ich kann es von hier sehen. Warte mal. Ach so, da hinten. Ja, deshalb dachte ich von oben. Wo der Leuchtturm ist, meinst du? Ja, genau, damit schön hoch. Kann man da hoch oder auf der anderen Seite? Ja, komm hier. Nee, auf der anderen Seite. Rechts ist noch so ein Viech. Der uns auch gesehen hat. Toll, das war die Salbe, die ich brauche. Das war keine Salbe, das war das andere. Hier oben. Und zwar. Also erstmal vor dem Viech abhauen hier. Doch, von hier siehst du es noch. Von hier. Die Frage ist, machst du es ganz oben auf den Leuchtturm, damit wir. Ich weiß nicht, ob. Aufs Dach komme ich hoch. Ja, mach's mal aufs Dach. Lauf. Aber von hier sieht man es nicht mehr. Doch, ich kann es von hier noch sehen. Von hier. Doch, das ist eine gute Position. Warte mal. Wo ist denn der Wagen? Soll ich jetzt hier eins machen oder nicht? Ich suche den Wagen. Wo ist der Wagen? Der ist da unten. Der Wagen ist da unten. Mach's mal bitte hier hin. Versuch mal, ob es. Aber hier kriegst du den. Da ist schlecht, oder? Soll ich das nicht lieber hier hin machen? Ja, aber so können wir den Wagen sehen. Da könnten wir die nächste Verbindung zum Wagen machen. Ja, versuch mal. Bei der Gasstation ist da nicht. Nee, das ist ein normaler Wagen, ne? Warum hast du einen Skistock in der Hand? Weil das eine doch kaputt ist. Du hast ja gesagt, das ist richtig, dass der kaputt ist. Ach, den war. Ja, soll ich hier mal einen hinstellen? Probier mal. Ach so, ja. Nur loslassen, sagt das doch. Und dann mit E, also benutzen. Und dann musst du in die Richtung gucken. Da hinten erstmal zu unserem, zu meinem, den ich gemacht habe. Den ich nicht verbinden kann, weil der zu weit weg ist. Glaub ich mal. Ne, der ist gerade außerhalb von diesem Bereich. Und zum anderen komme ich noch nicht hin. Wir hätten ja auf beiden Seiten hätten wir Punkte machen müssen. Geh mal da rein und. Oh, ich komme ja nicht weg wegen dir. Geh mal da rein, guck dir das mal an. Das ist gerade außerhalb von dem Bereich. Wir hätten vorher auf dem anderen Bereich gucken müssen. Da ist ein roter Kreis. Ach, scheiße. Okay, warte. Dann hätten wir doch zwei machen müssen. Scheiße. Kann man die ab... Aber man kann sie nicht abbauen, ne? Du kannst sie zerlegen, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Mir fehlt jetzt wieder so ein Ding, um einen zu machen. Also ich weiß nicht, wenn wir den zerlegen, ob der kaputt geht dann. Ich meine, wir können es mal ausprobieren. Nee. Also kaputt geht der natürlich, aber ob wir dann noch alles zurückkriegen, ne? Oder lass den doch bitte. Nicht bevor er kaputt ist und nicht mehr. Weil wir machen einfach hier unten noch einen hin und machen... Ja, wenn du noch einen bauen kannst. Ja, ich kann keinen bauen. Ich baue so einen Splitter. Deswegen sage ich ja die ganze Zeit, dann lass uns mal weitergehen. Ja, komm, weiter. Links ist ja die Station, wo schon einer dran stand. Wir könnten versuchen, den einen, der auf dem Wagen draufsteht, kaputt zu machen, weil der steht ja sowieso auf dem Wagen drauf. Ja, genau, den machen wir kaputt, ja. Aber ich muss eben mal heil sein. Der hier direkt am Wagen. Ja, ich suche aber von dem weißen Zeug was. Ich habe keine Heal, ich bin tot. Ich habe nur noch einen Mini-Balken. Wenn ich mich nicht heilen kann. Aber du hast mir jetzt da die ganzen Dinger weggenommen gerade. Ich habe nur eins gekriegt und eins reicht. Welche Dinger? Von den Weißen. Die es auf dieser Insel hier gibt. Also erstens waren das ganz andere Kräuter, wie gesagt. Da habe ich 5, 6 von und ich konnte davon keine Heilsalbe machen. Das sind die normalen Pilze. Das hat nichts mit den Salben zu tun. Ich weiß, welche das sind. Nur hier wirst du keine finden, wahrscheinlich erst auf der nächsten Insel. Nein, die haben ja eben keinen, das ist ja die Scheiße, habe ich ja vorhin schon geguckt, aber wir gehen weiter, komm, ist egal, dann sterbe ich halt. Wir sind ja so bescheuert, dass sonst sowas eben jetzt so wenig hier ist. Also zum Wagen gehen wir, ne? Soll ich? Dahin, ja.
Ich bin die ganze Zeit schon gucken, ob ich hier irgendwo sowas wie Ausdauer habe oder so, dass ich deswegen nicht mehr laufen konnte vorhin, aber... Ja. So, versuchen wir den zu demontieren. Warte mal, ich habe den jetzt erstmal getrennt. Interagieren. Zerlegen. Jetzt fährt mit da runtergefahren gerade. In dich rein. Na ne, in den Laster rein. Warte mal, ich glaube, ich habe den jetzt drin gehabt gerade. Wegpunkt, ja. Das Problem ist nur... Ich würde sagen, wenn auf dem Rückweg gucken wir, dass wir den da rein tun. Ja. Achtung, da hinten ist so ein Viech. Oh ja. Jetzt. Wenn ja, er mir sonst jetzt lass mich da hin. Nee, sonst lass mich da alleine hingehen. Oh, oh, scheiße. Oh. Ach, da kommt einer mit diesen Feuerdingern auch noch. Oh, du kannst aber auch nicht springen, ne? Ist der jetzt kaputt? Hinten ist noch ein großer, ne? Pass auf. Kohlsamen hier unten. Oh. Ich sag noch extra, boah, pass auf. Oh, ey, wieso bringt dieses Blocken eigentlich nichts? Ja, das Blocken bringt gar nichts. Also ich bin jetzt schon am Pochen. Bei mir pocht das schon. Also ich bin dann gleich dead. Das ist zu tief rein, da gehe ich nicht. Hier ist noch mal einer, der ist verbunden. Wo? Ja, den habe ich verbunden. Ja, warte mal, bis wo geht das denn? Guck mal, wie weit es zu dem Wagen geht hier, zu dem... So, also wenn ich mich da oben draufstelle, dann... Ist das auf jeden Fall, also hier oben, wo das grün ist, dann reicht das auf jeden Fall noch für den hier. Kannst du den hier oben auf den Hügel hier machen? Mach den hier auf den Baum, wo der hier so, genau. So, ich weiß aber nicht, das reicht doch wahrscheinlich nicht. Ach so, zu dem anderen doch, zu dem anderen doch, reicht das. Doch, damit die beiden verbunden sind. Ich verbinde den. So. Okay, der ist verbunden. Ach, das hast du schon. Ach, Mann. Was denn? Nix. Und der ist verbunden. Du hast doch gesagt, ich soll die verbinden. Ja, ich dachte, du verbindest den anderen nur. Ja, ich kann doch in beide Richtungen. Warum liegt hier Holz rum? Für den brauchen wir auf jeden Fall. Guck mal, hier, das sind die, glaube ich. Schafgarbe. Ja, genau. Aber. Eine einzige Salbe konnte ich herstellen. Scheiße. Ich habe auch nur noch eine. Die hat mich jetzt etwas über die Hälfte geheilt. Aber was machen wir hier mit den Vorratslastern? Wir können die doch nicht öffnen oder so. Na, das ist auch doch, da hinten du ist kannst, noch so ein Nein, Fischkopf. Du kannst, wenn die mit unserem Lager, die sind ja nicht verbunden im Moment mit dem Lager. Deshalb müssen wir erstmal die Lagerverbindung herstellen. Wir brauchen zwei von den Stäben noch. Damit wir drüben das verbinden können. Oder wir müssen den auf dem Dach wegmachen und anders platzieren. Ja, der geht. Nein! Wieso bin ich tot? Ja, weil der Typ explodiert ist neben dir. Hä? Du liegst hier. Du siehst ja, geil. Ich hatte über halbe Leben und der hat mich nicht einmal getroffen. Du siehst aber auch tot schön aus. Das hast du jetzt aber nett gesagt. Gerade noch mal so, ne? Warte, du liegst neben deinem Grabstein. Kommst du hier hingeschwebt oder was machst du? Ja, ich springe gerade.
Ich bin ein Gummibär. Ein Gummibär. Aber wenn, Gott. Aber wenn hier wieder diese Pflanzen waren, dann müssen noch mehr davon sein irgendwo. Scheiße. Ja, aber da spawnen dann immer nur so 2 Stück oder so, glaube ich. Ja, auf der anderen waren 3, aber mehr sind das auch nicht. Das ist total bescheuert, ey. Oder wir können das Ganze, ja, das, nee, wir sind ja auch doof, wir können das Ganze doch nur dann verwenden, wenn das wirklich mit dem Lager verbunden ist. Sag ich doch, wir müssen den Lagerverbindung erstmal herstellen noch. Da oben läuft gerade, glaube ich, ein Viech rum, oder was du das jetzt, ich sehe das, das hier bin nicht ich. So. Ich bin das, ich bin das. Ist alles so verzerrt hier. Hast du mich wenigstens gerecht? Ja, der ist ja explodiert neben dir, deshalb ist er ja gestorben. Ja, der ist 3-mal explodiert, deswegen. Ja, da musst du aus dem Kreis gehen, da ist so ein roter Kreis drum, da darfst du nicht in der Nähe sein, das ist übel. Warte mal, wir müssen mehr. Ich hoffe nur, dass wir da jetzt, dass wir das immer machen können, dass wir jetzt nicht, wenn wir so und so oft kaputt gehen, das nicht mehr machen können oder so. Warte mal, da unten ist noch so ein Ding, da kriegen wir die Steine her. So ein Ding? Ja, so ein Wurzelteil. Irgendwie macht der gar keinen Schaden mehr so richtig. Ätherstufe 2? Warte mal. Ätherstufe 2, was ist denn, wenn wir jetzt hier alle auslöschen, die hier drauf sind? Haben die dann gar keine Ätherstufe mehr? Wie? Ja, dass dann keine neuen mehr spawnen können? Hm, das glaube ich nicht. Warte mal, wo sind wir jetzt überhaupt? Wir müssen. Geradeaus wissen wir. Eigentlich müssen wir zu dem rechts. Rechts? Zu der kleinen Insel? Da ist übrigens auch noch so ein Verbindungsding. Ja, aber es bringt uns nichts, wenn wir die Verbindung zu unserem, zur Base nicht haben. Ja, aber wenn wir mal tot sind und wieder da anfangen müssen oder so, dann haben wir zumindest, warte mal. Ist das die hier? Ja, ne? Ja, entweder die oder die rechte von beiden, weil wir müssen 2 Inseln rüber. Ja, ich würde für. Obwohl, nee, das geht aber auch, wenn wir weiter, wenn wir ein Stückchen weiter nach rechts die Insel nehmen. Also ich habe noch 13 von den Dingern. Bei links haben wir noch nicht alles geholt, oder? Es ist wieder neu gespawnt. Meine Spitzhacke ist kaputt gleich. Warte mal, ich glaube, wow. Das ist aber schon. Ja, nein, warte mal, hier rechts ist noch. Scheiße, kommen wir da nochmal hoch? Nee. Doch, nein. Warum springe ich denn hinter. Doch, ich bin oben. Oh. Hier ist noch was. Macht Musik. Hat das bei dir auch Musik gemacht? Ja, yeah, deswegen bin ich da erst drauf aufmerksam. Soll ich jetzt mal rübergehen? So, warte mal, darüber. Warte mal, ist das links eine andere Insel? Nee. Nee, da waren wir noch nicht. Das ist die gleiche, ne? Auf der Insel waren wir noch nicht. Ja, dann lass uns da hingehen. Hier ist was am Rand. Oh, pass auf, links ist ein großer. Ach doch, hier waren wir doch. Das sind diese Bären hier nur. Links ist auch nochmal so ein schneller, glaube ich, gewesen gerade. Diese ich kann jetzt wieder nicht. Nicht die Bären sind nur zum Essen für die Kleinen. Aber wir waren auf der Insel schon. Achtung. Mann, geh doch mal. Wow. Wer, wo kam denn jetzt her? Boah. Nichts liegen lassen. Der andere ist aber noch aggro. Ja, weil er das schießen kann. Und dieses Zeug ist echt scheiße. Okay. Oh. Warte mal, hier oben liegt nur. Nee, da liegt nur was zum Lesen oder so. Ah, mit bedauerlichen Kosten. Viel verlor ich an diesem dunklen Tag. Meine Frau und mein Kind sind nicht mehr durch das Werk von Sarah Ho, dem Lehrmädchen der Wehmutter. Wehmutter? Die Details dieses Abends schreien nach Gotteslästerung. Aus diesem Grund fürchte ich mich davor, sie wiederzugeben. Es ist kaum verwunderlich, dass die unsichtbare Welt nach Rache an uns strebt, den guten Menschen vorm Anhörungsgericht. Der gezahlte Preis ist hoch, doch ich werde die Errettung dieser Stadt vorantreiben, koste es, was es wolle.
Okay. Das hast du schön vorgelesen. Aber hier waren wir doch schon mal, meine ich doch. Ja, hier waren wir schon. Dann habe ich das sicherlich schon mal vorgelesen. Das kann natürlich sein. Warte mal, so schräg nach links. Bist du jetzt bei mir? Ja, du bist es. Ja, ich habe den Namen ausgeschaltet, weil wenn man mal irgendwie... Da ist auch... Nee, das ist die nicht entdeckt, also, aber wir müssen eigentlich eins nach... Also lass uns erst dahin und dann zur Rechten. Ich weiß nicht, ob wir das direkt schaffen, weil die ist ziemlich klein hier. Nein! Ich komme nicht mit! Wieso warst du auf einmal so viel schneller als ich? Ja, das hatte ich bei dir doch auch. Ja, was wird das denn? Oh oh. Ach, ich sammle hier so viele Pfeile an. Ja, lass uns sonst da unten das mal eben aktivieren. Kann man das über... Ach nee, können wir gar nicht verbinden, ne? Das ist zu weit weg. Ja, wieso? Alles klar. Ach, der andere... Oh, ist auch aktiviert hier. Ich bin ja fast tot. Da ist noch einer. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das haben sie echt scheiße gemacht. Weil es unheimlich wenig Zeug gibt, um sich Salben herzustellen. Ja, das finde ich auch doof. Also das ist irgendwie... Warte mal, der zeigt es doch auf der Insel hier auch an, was man hier herstellen kann. Oh, das sieht auch nicht gesund aus. Boah, wie viele sind hier? Oh, da. Fuck, bleib weg, bleib weg. Yo. Der hat mich gleich hier eine... Ja, klar! Ich bin tot. Ja, wie kann der mich da durchtreffen? Wieso kann der durch Bäume gehen? Hallo? Ist der weg? Oh nein, ey. Boah. Ist er jetzt wirklich tot, oder? Ja, sicher bin ich tot. Ich bin ja schon wieder am Zurücklaufen. Das sind aber 600 Meter, das wird immer weiter. Ja. Das Gute ist, man kann durch dieses Zeug durchlaufen. Ja, das finde ich immerhin gut gemacht. Aber ich sag mal, einfacher wäre es gewesen, wenn man dann einfach drücken könnte, so nach dem Motto, ich will zu meinen Grabsteinen oder so, ne? Das wäre natürlich etwas intelligenter gewesen. Ja. Statt dieses, man muss als Geist da jetzt wie blöde rumlaufen. Nahkampfwaffen, volle Kapazität. Ja, das Panzer... Ich wollte gerade sagen, das Panzerband würde ich aber gerne mitnehmen. So, ich würde eigentlich auch sagen, während ich... Oh, da ist noch einer. Während ich hier noch so ein bisschen die Sachen am Abfarmen bin, dass ich dann erstmal hier einen kleinen Cut mache und dass wir den Rest dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.